Was ist da eigentlich gestern passiert? Was war die Botschaft der Fed, die Botschaft von Jerome Powell und wie war die Reaktion der Märkte darauf und was ist jetzt zu erwarten? Darum geht es in diesem Video, meine Damen und Herren. Und wir fangen vielleicht mal erstmal damit an, was ist die Aufgabe der Fed? Zunächst mal Vollbeschäftigung zu sichern, sofern irgend möglich. Zweitens Preisstabilität zu garantieren, sofern irgend möglich. Und drittens Finanzstabilität zu garantieren, so irgend möglich. Jetzt kann man vielleicht sagen, die Fed hat auf Kosten der Inflation, man hat nämlich das Inflationstoleranzziel sozusagen nach oben gesetzt, man hat auf Kosten der Inflation jetzt den Fokus stärker auf die Beschäftigung gerichtet angesichts der Corona-Krise und sagt, okay, wir werden die Zinsen nicht anheben so schnell, auch wenn die Inflation ein bisschen über 2% steigen sollte, so ein bisschen nach Elfenbeinturm klingt das. Heißt aber doch konkret, dass man erstmal zuschauen wird, wenn die Inflation ansteigen sollte. Die Frage ist, wenn die Inflation mal deutlich ansteigt, ob man dann aus einer solchen Spirale rauskommt und ob dann sozusagen man nicht die Büchse der Pandora öffnet. Und vor allem hat man die Büchse der Pandora ja schon geöffnet in Sachen Finanzstabilität, indem man die Aktienmärkte so nach oben gepusht hat, dass sozusagen die Risiken hier deutlich zunehmen, wie sicherlich die Fed auch selbst erkannt hat. Jedenfalls sehen wir hier zunächst mal diesen Fokus auf die Löhne seitens der Fed, respektive auf den Arbeitsmarkt. Hier sehen wir, dass eigentlich ja die Löhne doch relativ deutlich zugenommen haben in den letzten Jahren. Das heißt, an sich sind die Lohnsteigerungen doch schon durchaus der Fall. Wir haben auf der anderen Seite eigentlich, zumindest was die offizielle Inflation betrifft, nämlich die Verbraucherpreise, nicht wirklich jetzt ein Thema mit Inflation, schon gar nicht in der Corona-Krise, wo eben diese Inflationsdaten doch deutlich unter die 2%-Marke gerutscht sind. Insgesamt also ist Inflation noch kein Problem. Deswegen ist diese Diskussion, ist dieser neue Ansatz der Fed ein bisschen akademisch noch. Aber er kann eben auch schnell sich in eine durchaus relevante Kategorie verwandeln. Die Rabobank, die Sie hier mit einem Text sehen, die niederländische Rabobank, ist die erste, die jetzt mal wirklich klar macht, was eigentlich passiert, nämlich, dass die Fed durch ihre Inflationierung der Vermögenspreise, von Inflation spricht man ja eigentlich nach Definition nur bei den Verbraucherpreisen, auf der anderen Seite ist natürlich alles, was sozusagen mit Geld zu tun hat, auch die Vermögen, nämlich Immobilien und Aktien, sind aber natürlich relevante Kategorien. Und hier sehen wir, dass in den USA, in Europa, überall eben diese Vermögenspreise massiv gestiegen sind. Und das kommt eben den wenigen zugute, die diese Vermögen haben und belastet diejenigen, die diese Vermögen nicht haben. Und die Fed hat sozusagen durch ihre Rettungspolitik dafür gesorgt, dass die Vermögenden reicher werden. Wir sehen, dass wir ja Inflation, wenn man so will, schon haben. Inflation eben nicht als Verbraucherpreis nur definiert, sondern insgesamt als Vermögenspreis. Hier sehen wir das erwartete Kursgewinnverhältnisse beim S&P 500, da haben wir jetzt im Prinzip ein neues Allzeithoch erreicht. Im Prinzip sind also die Aktien so teuer wie noch nie. Jetzt sagen eben viele, naja, angesichts der Notenbankpolitik spielen Bewertungen keine Rolle. Diesmal ist alles anders. Mal sehen. Jedenfalls sehen wir jetzt durchaus auch schon auf dem Boden der Realität massive Anzeichen für Inflation. Hier sehen wir die sogenannten Lumberpreise, also Bauholz in den USA. Die schießen massiv nach oben, was praktisch eine Inflationierung der Vermögenspreise weiter beschleunigt, weil Häuser bauen wird deutlich teurer. Durchschnittlich für ein US-Haus zahlt man jetzt das erste Mal ja über $300.000. Das ist viel Geld für die Qualität, die man in den USA für Immobilien bekommt im Durchschnitt. Jedenfalls sind die Hauspreise jetzt alleine durch diesen Anstieg der Lumberpreise, also der Bauholzpreise, wieder deutlich nach oben gegangen. Insgesamt steigen die Inflationserwartungen. Wir haben noch eine relativ niedrige Inflation, aber die Inflationserwartungen steigen relativ deutlich hier in diesen sogenannten Break-Even Futures, die hier gehandelt werden. Und wir haben gestern gesehen, dass vor allem die länger laufenden Staatsanleihen, die Renditen der länger laufenden Staatsanleihen deutlich gestiegen sind. Das heißt, letztendlich bedeutet das ja, wenn die Fed die Zinsen nicht anhebt, auch wenn die Inflation ansteigt, dann muss ich einen höheren Risikoausgleich verlangen als Anleger bei Anleihen, wenn eben diese Inflation dann doch ansteigt. Und genau das passiert jetzt. Das heißt, wir haben einen Anstieg der US-Renditen. Insgesamt kann man sagen, für den Dollar natürlich latent negativ, denn wenn ich zum Beispiel als Investor
in Staatsanleihen, die in Dollar notieren, hier das Problem habe, dass die ohnehin mickrige Rendite durch die Inflation noch weiter aufgefressen wird, ich also faktisch eine reale Negativrendite habe. Dann verlange ich einen Risikoausgleich, dann möchte ich sozusagen mehr Rendite haben und der Dollar sozusagen dürfte tendenziell verlieren durch diese ganze Thematik. Wir haben gestern einen Aktienmarkt gesehen, der zunächst mal gestiegen ist, weil eben Jerome Powell den Märkten durchaus nicht wehgetan hat und gesagt hat, okay, die Botschaft war ja auch klar, die Zinsen werden absehbar nicht mehr steigen. Das war eigentlich allen klar, aber hier ist es auch nochmal offiziell bestätigt worden. Dann ging es allerdings relativ scharf runter, dann kam wieder der Weg nach oben, also choppy, wie die Amerikaner sagen, lag auch daran, dass Nancy Pelosi gesagt hat, also wir haben uns genug bewegt in Sachen US-Stimuluspaket, jetzt war es das, jetzt müssen die Republikaner kommen, sonst wird das nichts mehr. Und das ist ja sozusagen jetzt das Thema, das noch ein bisschen wie ein Damoklesschwert über den Märkten hängt, ist ja gerade eben dieser Stimulus. Und jetzt hat in Reaktion auf den ausbleibenden Stimulus Capital One, der drittgrößte Kreditkartenanbieter in den USA, seine Vergaberichtlinien für Kreditkartenkredite deutlich angezogen, deutlich strenger gehalten. Das wird diejenigen treffen, die sozusagen ohnehin schon Schwierigkeiten haben, aber man sieht eben jetzt seitens dieses Kreditkartenanbieters, dass die Dinge schwieriger werden, dass die Leute, wenn jetzt dieser Stimulus nicht kommt, ein Problem bekommen, dass die Kredite, die man vergibt, dadurch unsicherer werden, riskanter werden, deswegen zieht man jetzt deutlich an und das ist im Trend, was hier insgesamt zu verzeichnen ist, dass die Banken insgesamt deutlich rigider bei der Kreditvergabe jetzt agieren in Reaktion eben auf Arbeitslosigkeit, auf das, was in der Wirtschaft wirklich der Fall ist. Und das wirkt ja eigentlich deflationär, denn weniger Kredit heißt ja auch weniger Geld, was sozusagen im Umlauf ist. Wir haben vorhin das noch abschließend gesehen, wie der Nikkei massiv gefallen ist, nachdem das japanische Fernsehen gemeldet hat, dass Ministerpräsident Abe aus gesundheitlichen Gründen wohl zurücktreten wird. Da hat sich ja schon lange so ein bisschen angekündigt. Abe immer wieder im Krankenhaus, wirkt ein bisschen passiv, nicht mehr so auf der Höhe. Und das kann natürlich durchaus Konsequenzen für den Yen haben, für den Anleihemarkt haben. Wir werden sehen. Jedenfalls nochmal zurück jetzt zum Hauptthema in Sachen Fed. Es ist nicht wirklich etwas Neues, aber es ist das erste Mal, dass das offiziell jetzt passiert, dass man wirklich versucht, vor allem die unteren und mittleren Einkommensschichten ein bisschen zu stärken, als Ausgleich dafür, dass die sozusagen, auf Deutsch gesagt, die Arschkarte gezogen haben im Vergleich zu den großen Firmen, zu den Vermögen, denn all die profitieren. Es gibt Untersuchungen, dass zum Beispiel die Aktien von Firmen besser laufen, die größer sind. Je größer die Firma, desto besser läuft die Aktie. Es ist also ein gigantischer Umverteilungsprozess, bei dem die Fed jetzt mit etwas vorsichtigen Mitteln versucht, mal ein bisschen umzusteuern. Allein es ist Kosmetik, es wird nicht viel bringen. Ich wünsche jetzt jedenfalls einen wunderbaren Start in diesen letzten Handelstag der Woche und sage Servus und Ciao.